Guten Abend, liebe Zuschauer. Früher Ruhm überleben als Kinderstar. So heißt das Thema heute Abend. Vielleicht können Sie sich darunter gar nichts vorstellen. Wenn ich Ihnen sage, wen wir eingeladen haben, werden Sie ein bisschen mehr wissen, was wir meinen. Ich habe eingeladen Oliver Grimm. Vielen von Ihnen vielleicht noch in Erinnerung als Kinosohn von Heinz Rühmann und in vielen, vielen Filmen 50er Jahre, 60er Jahre mit Ove Fischer und anderen Größen damals als Kind. Dann jemand, den Sie alle kennen, Hein Simons. Sie kennen ihn natürlich unter dem Namen Heintje. Was macht er jetzt eigentlich? Und für alle Lindenstraßen-Fans und Zuschauer, die Valerie Zenker aus der Lindenstraße. Man nannte sie oder nennt sie noch Walze, darüber werden wir gleich reden. Die Schauspielerin, die junge Dame, die sie spielt, ist Nadine Spruß, ist auch heute da. Ja, und die frühere Conny, die heutige Cornelia Frohbös, sitzt Papi neben mir. Das wird Ihnen. Das habt ihr sehr aufmerksam gemacht. Aufmerksam. Wirklich sehr, ja, vor allem, es ist uns eingefallen, dass wir dieses Lied hätten einspielen können. Das ist erstaunlich. Ja. Lebt man bis ans Ende eines Lebens mit sowas? Oder ist Glaube das, ich schon, ja. Und ist das noch auch ein Stück von Ihnen? Ja. Oder ist das so eine abgeschlossene Sache von als Kind, wo man sagt, naja, das war mal und damit habe ich eigentlich nichts mehr zu tun? Na, das ist natürlich ein Stück Kind von mir, aber. Irgendwie hoffe ich, bin ich ja auch noch ein Stück Kind geblieben. Sie machen ja ganz andere Sachen heute. Sie sind Schauspielerin und zwar Schauspielerin am Kammerspiel München. Sie spielen dort sehr ernste Rollen in auch sehr, sehr komplizierten Stücken. Allerdings auch heitere Dinge. Ich habe Sie bei mir mal gehabt in Bei Bio als Feleli. Eliza Doolittle. Ja, das ist richtig, ja. Und Sie machen auch Fernsehserien, Praxis Bülow-Bogen und Verschiedenes. Das heißt, ist das noch so ein Stück der alten Conny, die sich auch zum Entertainment, zur Unterhaltung bekennt und eine neue Conny, die sehr ernste Dinge macht und beides geht nebeneinander? Ja, ich finde, es geht ja nur beides. Also man wird ja bekloppt, wenn man nur ernste Rollen spielt. Ich will doch auch lachen können, ich will doch auch Spaß haben und Vergnügen haben. Nein, also zum Beispiel Bülow-Bogen spiele ich also leidenschaftlich gerne. Außerdem ist es dann auch noch mit meinem Berliner, meiner Berliner Herkunft, ist das... Hat auch ein bisschen was von Klassentreffen, ein bisschen wie heute Abend. Hat er auch was von Klassentreffen? Ja, natürlich. Ja. Sie leben als Mutter, in einer Familie, in einem Bauernhof. Hören die Kinder gelegentlich mal ihre alten Platten? Also nicht jetzt packt die Badehose ein, aber es gab ja dann die Conny mit Rock'n'Roll. Nein, also meine Platten hören die nie. Aber wenn zufällig ein Film, ein alter von mir im Fernsehen läuft und sie zufällig den Fernseher einschalten, dann gucken sie sich das auch mal bis zur Hälfte an. Ja. Und sprechen Sie mit Ihren Kindern über Ihre Kindheit, Jugend, über die Conny? Na, da sind bisher nicht viele Fragen an mich gestellt worden. Kommt vielleicht noch. Also das ist für Sie, für Ihre Kinder sind Sie die heutige Cornelia, die Mutter, die Freundin. Ja. Wie alt sind die Kinder? Die Kinder sind jetzt 23 und 24 Jahre und alt. Nicht im Showbusiness? Nein. Auch nicht im Theater? Nein. Haben Sie das sanft verhindert oder haben Sie gesagt, ich lasse es laufen, wie es kommt? Also wir haben mal gesagt, also hoffentlich stellen die uns nie die Frage, sie möchten auch mal in dieses Gewerbe. Weil, also ich meine, also Vater und Mutter, jetzt müssen die Kinder meiner Ansicht nach, in der dritten Generation muss das nicht unbedingt auch noch stattfinden. Nein, die Frage wurde nie an uns. Hätten Sie es versucht zu verhindern? Als Kind ja. Also wenn Sie später dann einen Berufswunsch in dieser Richtung gehabt hätten und das unbedingt gewollt hätten, hätte man es ja nicht, wozu muss man nicht? Hätten Sie ja gesagt, wenn Ihre Tochter sich für eine Rolle in der Lindenstraße beworben hätte? Sie meinen, wenn Ihre in dem Tochter, Alter also mit wie alt waren Sie, als Sie sich, mit 14. 14, wenn Ihre Tochter sich mit 14 für eine Rolle in der Lindenstraße beworben hätte?
Hätten wir nicht besonders gern gesehen. Nein, glaube ich. Hätten Sie nicht so gut gefunden. Nein, wir hätten versucht, es ihr auszureden. Jetzt muss ich natürlich Nadine fragen. Ach, erstmal, sehen Sie schon mal Lindenstraße? Haben Sie das schon mal gesehen? Lindenstraße habe ich schon gesehen. Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, gut. Mhm. Also wir wollen nicht. Ich will nicht fragen, wie oft, weil ich kann sie auch nicht so oft sehen. Unser Eins ist ja viel unterwegs. Wir gucken nicht sehr viel Fernsehen. Genau, also es sei denn, ich bin in Köln wie hier und im Hotel, dann stelle ich den Fernseher sofort an. Ja, ja, das ist ja auch eine einmalige Gelegenheit. Ja, ja, da sehe ich dann auch so Dinge wie Arte und so, nicht? Was ich hier nicht kriegen kann, solche etwas ungewöhnlichen Kanäle. Ja, es ist immer schwer, die Leute, die mit dem Fernsehen zu tun haben, gucken ja nicht so viel Fernsehen. Jetzt muss ich aber die Nadine fragen, was haben Ihre Eltern gesagt, als Sie sich beworben haben? Meine Mutter hat mich unterstützt, weil ich es ja schon immer wollte. Und mein Vater, der wusste davon nichts. Dem haben wir also auch nichts gesagt, weil, sagen wir so, dem wäre das ein bisschen zu hoch gewesen, Filmgeschäft und so. Und meine Eltern haben bis dahin gedacht, man käme immer nur mit Beziehungen da rein. Und war Ihr Vater, saß der eines Sonntagsabends vorm Fernseher und sah plötzlich die Tochter da und hat einen Schlag gekriegt? Als dann unser Besetzungschef da angerufen hat bei uns zu Hause, dann hat er zuerst mal gesagt, sag mal, was hast du denn jetzt wieder angestellt? Mhm. Und dann sind wir eben hingefahren zum Vorsprechen und dann zum Casting. Ja, und dann hatte ich sie. Sie wollten das also machen? Ja, schon immer. Das war Ihr Wunsch? Schon immer. Können Sie den Zuschauern, die nicht so häufig Lindenstraße sehen, kurz Ihre Rolle, also die Sie da spielen, die Figur beschreiben? Ja. Also die Valerie, genannt Walze, die liest ziemlich viel, die ist sehr scheu und die kümmert sich vorwiegend auch um die Probleme der Menschen und übersensibel. Ist da etwas, gibt es Parallelen zwischen dieser Figur und Ihnen persönlich? Ich bin auch sehr sensibel. Sind Dinge von Ihnen, Details von Ihrem Leben inzwischen in diese Rolle hineingeflossen? Also jetzt mit den Jahren, also jetzt im zweiten Jahr, wie ich die Drehbücher gelesen habe, da habe ich schon mich manchmal erschrocken. Gott, das bist du. Aber wieso wissen die Drehbuchautoren so viel über Sie? Setzen die sich mal mit Ihnen hin und fragen Sie über Ihr Leben? Ja, man sieht sich und auf Festen und man unterhält sich eben auch. Aber Sie werden nicht gezielt ausgefragt? Nee. Und ist Ihnen das unangenehm, als sind Sie noch Teenager? Ja, ich bin erst 17. 17, ja, kann man noch sagen, Teenager, ne? Ist sie. Ja. Teenager haben doch eigentlich, oder war das vielleicht nur früher so, zu meiner Zeit, ist ja schon eine Weile her. Teenager hatten früher wenigstens das Bedürfnis, so, sich in eine Höhle, in so einen Schutzraum zu verkriechen und mit ihren Problemen irgendwo fertig zu werden. Und wenn sie dann irgendwo gedacht haben, sie haben sie gelöst, sind sie nach außen. Aber Sie sind ja nun mit Ihrer ganzen Persönlichkeit sehr, sehr nach außen. Also jeder nimmt teil an Ihrem Leben. Ist das für Sie ein Problem? Also ich glaube, wenn es für mich ein Problem wäre, dann würde ich es auch jetzt nicht mehr machen. Manchmal ist es ein bisschen komisch, so um die Weihnachtszeit, sagen wir mal. Dann will ich eben Weihnachtseinkäufe machen mit meiner Schwester zusammen und dann guckt eben jeder über die Schulter, was kaufst du denn jetzt? Und dann werde ich angesprochen, Autogramm und so. Manchmal ist es schon unangenehm, aber ich muss sagen, zum größten Teil, wenn es positive Bemerkungen sind, dann ist es schon sehr schön. Das hilft Ihnen. Ja. Frau Vobis, wie war das? Sie waren ja auch ein Teenager. Ich springe jetzt mal von der kleinen Conny zu der Conny, die mit Peter Rock'n'Roll gemacht hat. Da waren Sie ja auch sehr, sehr populär, sehr bekannt und haben ja auch sozusagen sich ganz stark nach außen tragen müssen oder getragen. Fanden Sie das auch so in Ordnung? Nein. Ist eine andere Zeit gewesen, weil sie gerade sagt, sie war auf Festen, wenn man sich auf Festen sieht oder so. Ich habe zwar im Film und so weiter, also die Rock'n'Roll-Zeit und habe in den Filmen große Feten und Festen gefeiert, privat durfte ich nicht weggehen. Ich durfte nie ausgehen. Oh. In dieser Zeit? Nee, ich durfte nie ausgehen. Wir haben zwar den Leuten was vorgetanzt, so in den Filmen, aber mich hat man nicht weggelassen. Meine Eltern hatten Angst und wollten nicht und dachten, ich komme in schlechte Gesellschaft, wenn ich so in diese, damals waren das ja noch keine Discos, sondern da gab es die Eierschale in Berlin, also diese richtigen Rock'n'Roll-Parketts und das durfte ich nicht. Und da habe ich sehr drunter gelitten. Keinen privaten Freund in der Zeit? Ich hatte immer meine kleinen Verliebtheiten. Aber nicht so richtig einen. Sie meinen... Mit dem man richtig ausgeht und sich trifft Ach und so? Ach so, nee. Eigentlich durfte ich nicht. Aber mussten Sie denn in den Filmen nicht auch schon mal einen Kuss geben einem jungen Mann?
Doch. Und wie war das dann? Hat man das dann sozusagen ohne Erfahrung? Das war Beruf. Also das. Ach, Sie meinen, wie meine Eltern da reden? Nein, brachten Sie da keine privaten Erfahrungen mit ein? Oder wie ist denn das? Ist denn das auch dann peinlich oder so? Soll ich mal aus der Schule plaudern? Ich bitte darum. Das hört niemand, außer den paar Leuten hier. Das ist fast privat. Nein, ich habe wirklich, meinen ersten Kuss habe ich wirklich von Peter Krause gekriegt. Im Studio? Nein, nicht im Studio, im Auto. Ach, na ja, immerhin. Immerhin. Aber der war nicht verliebt in mich. Also es war nicht so, wir waren beide nicht verliebt ineinander. Für den Film überhaupt haben Sie geübt? Nee, auch nicht. Aber er hat gesagt, du musst doch mal wissen, wie das ist oder so. Und als er mich abgesetzt hatte zu Hause um 9 oder so, ganz zu einer ganz braven Zeit, ich fand das ein bisschen sonderbar, das Ganze. Wie war denn das bei Ihnen? Sie mussten doch auch in der Serie, in der Lindenstraße ja, mal. Ja, bis jetzt Gott sei Dank nur in einer Szene. In einer Szene. Was heißt Gott sei Dank? Ja, ich meine, es war sehr schön. Ich hätte es auch noch weitergemacht, ne, wenn ich so sehe. Leider war dann die Szene nach dreimal war sie dann im Kasten. Und war sehr schön. Aber hätte der Regisseur ein bisschen öfter mit euch drehen können. Ja. Ja. Waren Sie da vorher nervös oder hat Sie das kalt gelassen? Oder wie geht man in so einem Alter mit diesen Dingen um, dass man das vor allem ja für die Öffentlichkeit macht? Also ich konnte die ganze Nacht vorher nicht schlafen, weil ich war so nervös. Und es war mein erster Filmkurs sozusagen. Und dann geht man doch schon mit ein bisschen Angst da hinein. Jetzt hatten wir einen sehr jungen Regisseur gehabt. Der war sehr einfühlsam und das ging sehr gut. Ging gut. Naja, es hat sogar Spaß gemacht. Sie haben sich für die Rolle auch mal die Glatze schneiden lassen. Also richtig die Haare schneiden lassen. Sie sahen aus wie Sinéad O'Connor. Mhm. Haben Sie das freiwillig gemacht oder stand das im Vertrag, dass Sie das machen müssen? Hätte man das auch künstlich machen können? Ich musste überhaupt nichts. Und man hat vorher mit meinen Eltern gesprochen, wie ich das so ungefähr aufnehmen würde und ob ich es überhaupt machen würde. Und ich habe dann die Drehbücher gelesen und die Drehbücher waren sehr schön. Und habe ich gesagt, nee, ich mache es, wenn schon richtig. Und ich habe es auch nicht bereut. Jetzt machen Sie auch eine Diät, wenn man der Presse glauben darf. Stimmt das? Sie ja, haben wenn abgenommen. Man der Presse glauben darf, dann stimmt's. Wunderbar, Sie haben das schon sehr gut im Griff alles. Gut, dann brauchen Sie scheint für den Beruf gemacht zu sein. Ich glaube auch, ja. Sie hat ja auch gesagt, sie wollte das immer. Ja. Frau Frobes, als Sie mit, wie alt waren Sie, die erste Auftritt? 7. Erste Sieben Auftritt Jahre in der Waldbühne oder wo war das? Wollten Sie das auch? Kam das da auch von Ihnen? War das so, manchmal haben ja Kinder schon diesen Traum, also ich will Schauspieler werden und so, oder waren das mehr der Vater, der Komponist war und Musik? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Es war, ach Gott, es ist so anders. Es ist wirklich der pure Zufall gewesen. Es war eher eine Spielerei, ne? Irgendwann sagte, ich gefiel wohl, mein Vater brachte mal Noten zu einem Sender in Berlin und dieser Sendeleiter fand mich ganz niedlich und schenkte mir eine Tafel Schokolade. Und der Vater sagte, wie die Leute sagen, sag dem Onkel doch ein Gedicht auf oder so. So war das, sing dem Onkel doch mal ein Liedchen vor. Und dann fand er das ganz nett und dann hat er gesagt, wir nehmen Sie mit dem Hänschen Rosenthal in irgendeine Mach-Mit-Sendung, da in einer Quiz-Sendung. Und da rief er wirklich irgendwann an und dann sang ich diese Pack die Bardose ein, was ich immer zu Hause schon gehört hatte, weil mein Vater das... Der hat das selbst komponiert? Der hatte das komponiert, hat es aber mit den Schöneberger Sängerknaben auf Schallplatte zuerst geplant, nur ich hörte das halt immer zu Hause und deswegen konnte ich es. Und dann habe ich mich hin... Ja gut, also so ist es fast zufällig entstanden. So ist es passiert. Aber dann war es doch für Ihren Vater eine sehr wichtige Sache, denke ich, wenn ich das richtig war. Die Lawine kam ins Rollen, nicht? Ja. Dann, es ist nur sehr viel einfacher alles gewesen, weil damals, es gab das Fernsehen noch nicht. Das Fernsehen wurde gerade erfunden. Es gab dieses Medienaufgebot nicht. Es gab den Rundfunk, es gab so ein paar Nachmittage. Und ich sang da und für mich war das ganz schön, weil ich immer sehr viel Schokolade geschenkt bekommen habe. Es gab immer Kastenpralinen oder solche Sachen. Und Sie waren immer auch bereit und es war auch alles in Ordnung, also war das für Sie kein... Manchmal habe ich mich auch im Bürgerpark in Berlin, in Pankow versteckt
und habe dann also gespielt und flog in die Panke rein und dann hat man mich gesucht. Aber ich hatte dann am Abend irgendwie Vorstellung. Habe ich vergessen oder wollte nicht. Oder hatten Sie das Gefühl, dass Sie das auch machen müssen, weil Ihr Vater so viel dafür getan hat und er hat ja sozusagen dann seinen ganzen Beruf auf Ihre Karriere konzentriert. War das auch so ein bisschen eine Belastung? Sehr viel später erst, als Kind nicht. Nicht? Nein, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Also Sie haben das einfach genossen? Ja, nicht unbedingt nur. Ich habe das gemacht und irgendwie bin ich damit aufgewachsen, hatte gedacht, es muss so sein. Ah ja, als Kind nicht reflektiert. Mhm. Über das, was ich machte. Aber dann, als Sie Teenager wurden? Ja, das ist natürlich, da wurde es brenzlig, ja. War eigentlich der Übergang vom Kinderstar zum Teenagerstar völlig unkompliziert und bruchlos? Nein. Das war so das Alter, wo ich so 12, 13 war, nicht Fisch, nicht Fleisch, die Söckchen passten nicht mehr, die Nylonstrümpfe war aber auch noch zu früh. Und plötzlich hatte ich mir Gedanken gemacht, was so alles erstmal von so einem Kind relativ spontan kam. Man hat ja mit mir nichts einstudiert in dem Sinne, wie ich so die Sachen, heute würde man sagen, verkaufe, also Bewegungsabläufe und so. Und dann war plötzlich, dann habe ich mir so gedacht, wenn ich jetzt so, dachte ich, blöd, warum mache ich denn jetzt so, ne? Und indem ich darüber nachgedacht hatte, wurde das Ganze natürlich, verlor es an Spontanität, wurde unnatürlich, wurde verkrampft und da hatte ich mir gewünscht, da bin ich dann ein Jahr in die Schweiz gegangen, auf eine Berufsschule und habe Stenografie und Schreibmaschine gelernt, da auch mein heutiger Tick noch mit meinem Bürofetischistin bin ich, ist ein anderes Thema. Aber und da habe ich dann so neue Lieder ausprobiert, so in einem Café. Und dann kam irgendwann jemand, der Nils Nobach, und brachte mir die neuen Paul Anka Songs mit I Love You Baby und Diana. Da war ich 13. Und das war wieder etwas, was mich das erste Mal musikalisch wirklich interessierte. Das war eben dann... Also kam das von Ihnen? Ja. Und Sie sagten, aber dann gab es doch Schwierigkeiten mit Ihrem Vater. War das, als Sie aufhörten, als Sie die Karriere sozusagen nicht als Lebenskarriere verstanden, sondern warum haben Sie denn dann gesagt, ich will Schauspielerin werden und nicht weiter singen? Ich hatte immer, natürlich verliefen sich in meine Filme ja auch richtige Schauspieler. Also ich hatte dann so Gustav Knuth als Großvater oder Friedrich Domin oder den Reinke oder so. Und die fanden mich wohl ganz begabt und haben immer zu mir gesagt, Mädchen, du gehörst auf die Schauspielschule, du musst das erlernen, du solltest das erlernen. Und ich habe allen versprochen, dass ich das tun werde. Und Sie haben es getan? Ja, habe das getan, habe die Schauspielschule besucht. Und in erster Linie war das ein ganz großes Erlebnis für mich, weil ich das erste Mal in meinem Leben mit Gleichaltrigen zusammen war. Ich war ja immer nur mit Erwachsenen. Und Sie waren plötzlich auch nicht mehr was Besonderes? Auf der Schauspielschule überhaupt nicht. Einfach eine von allen? War eine von allen und habe das erste Mal gelernt, wie es ist, miteinander zu arbeiten. Denn ich war immer solistisch tätig. Und mich hatten immer so Leute wie Heidi Brühl oder Sabine Sinjen, die habe ich immer zutiefst bewundert, weil die durften dann im Film Elli heißen oder andere Mädchen spielen. Und Sie waren immer Conny? Ich war eigentlich immer die Conny. Und ich wollte so gerne mal jemand anderer sein. Möchten Sie auch jemand anderer sein oder möchten Sie lieber Sie selbst sein als Schauspielerin? Ich glaube, als Schauspielerin muss man so verschiedenes spielen können und ich lasse das mal alles auf mich zukommen. Ich habe ja auch noch Zeit. Sie wollen aber Schauspielerin werden? Ja, auf jeden Fall. Auch richtig mit Unterricht? Ja, klar. Alles ganz, ganz klar. Vorgegeben. Ne? Das ist heute ein bisschen anders als damals. Da war das noch ein Abenteuer. Und das fand Ihr Vater dann nicht mehr so komisch? Nein, das fand er ganz toll. Und mein Vater hat... Ich bin ja sehr preußisch erzogen worden. Also Disziplin stand über allen Dingen. Und mein Freund, der Regisseur Thomas Langhoff, sagt ja heute noch, die Conny ist ein Preuße. Die Conny ist ein Soldat. Das heißt, ich hatte das, was ich in erster Linie gelernt hatte, war Disziplin und Perfektion. Und manchmal denke ich ja, ob mein Vater nicht... ein Hellseher war, denn
ob der nicht damals schon wusste, dass wir irgendwann mal in einer absoluten Leistungsgesellschaft leben werden. Aber damals haben Sie das doch sicher auch als Druck empfunden. Na, natürlich, das versteht ja auch ein junger Mensch und Kind nicht. Und mein Vater war nicht durch Erfolg bestechbar, ja, bestechlich. Also der war immer... Selbst wenn der Erfolg noch so groß war, sagte er, heute hast du nicht richtig intoniert oder da hast du gepatzt. Und das ist sehr schwer zu ertragen. Als junger Mensch und für ein Kind. Aber rückwirkend würde ich sagen, war das prägend für mich und wahrscheinlich nicht schlecht. Denn Erfolg... könnte mich, glaube ich, nie blind machen. Ich muss jetzt doch noch mal auf diesen Schritt kommen, dass Sie sich entschieden haben, nicht Sängerin zu bleiben. Ja. Sie haben dann weiter gesungen, aber Ihre Hauptzielrichtung wurde Schauspielerin. Ja. Wie da Ihr Vater darauf reagiert hat. Ja, also darf ich ganz kurz was sagen? Mir fehlte ja etwas, was eigentlich ein junger Mensch haben sollte. Mir fehlte eigentlich... über Teenager und Abschluss Schule so ein Vakuum, was jeder junge Mensch hat, was willst du mal werden? Und ich hatte nie das als Beruf gedacht, die Singerei, sondern ich habe immer mich gefragt, was willst du mal werden, welchen Beruf werde ich mal ergreifen? Und da war das eben für mich die Schauspielerei. So, das sah mein Vater mit ganz großer Hochachtung. Er war sehr stolz auf mich, als er in den Kammerspielen unten saß und mich als Minna von Barnhelm sah. Aber sein Leben war eben die Musik. Und er hat schwer drunter gelitten, dass ich eigentlich die musikalische Karriere beendet hatte. Das hat ihn schwer getroffen. Er ist auch krank geworden. Er hat dann einen Herzinfarkt gehabt. Ich würde schon meinen, dass das irgendwie damit zusammenhing. Denn er hat seine eigene Karriere durch mich... Natürlich, so ein bisschen hinten angestellt. Sondern verloren. Also er hat eigentlich seinen Beruf letzten Endes nicht für mehr... Für Sie aufgegeben, ja, nicht? Hat kann er. Man sagen. Ja, ja. Jetzt muss ich noch mal fragen, heutzutage lebt man als... Teenager, auch wenn man im Fernsehen arbeitet, sicherlich noch viel stärker mit Freunden, mit Mitschülern, mit alledem. Besonders wenn man also in einer Lindenstraße spielt. Wie ist denn eigentlich, wie reagiert Ihre Umwelt? Sagen wir mal, also wir haben schon gehört, Eltern so ein bisschen, die Mama findet das gut, Vater war etwas skeptisch. Wie war das in der Schule? Also ich habe am Anfang habe ich gedacht, alle müssten sich mit mir freuen. Und das war, sagen wir zum größten Teil nicht so. Und das fing dann da an, dass sie mich geschnitten haben. Ich habe hinterher gehört, dass sie was hinter meinem Rücken über mich gesagt haben. Gerüchte verbreitet haben. Dann fing es so an, auch, dass ich sehr enttäuscht war von manchen Lehrern, die im Unterricht auch ziemlich kräftig losgelassen haben und ich jetzt auch zum Schluss froh war, dass ich raus war. Was heißt raus? Aus der Schule. Sie gehen nicht mehr in die Schule? Nee, ich habe meinen Abschluss jetzt und ich bin auch froh, wie gesagt, auch wegen den Lehrern. Es waren nicht alle, manche haben sich super verhalten. Aber manche Lehrer waren auch, da wundert es mich wirklich, dass man die Pädagogen genannt hat. Ach, also war das Neid? Ja, glaube ich schon. Wenn ich dann im Unterricht angequatscht werde, wie, hör mal, deine Serie da, die ist ja zur schlechtesten Serie des Jahres gewählt worden, habe ich dann gesagt, ach, Sie können mir auch gratulieren, ich bin in einer anderen großen Zeitschrift neben Boris Becker zur sympathischsten Schauspielerin gewählt worden. Dann werde ich angemotzt, ey, komm, jetzt werd nicht so frech und halt den Mund, ja. Das ist dann so die Art, die sie dann drauf haben und die miesen Einschaltquoten und so. Die sind doch gut bei den News. Ja, klar. Waren das wichtige Erlebnisse oder nur deprimierend? Nee, es waren sehr wichtige Erlebnisse, weil ich eben auch sehr selbstbewusst dadurch geworden bin. Und ohne das alles wäre ich nicht so selbstbewusst geworden, wie ich es heute bin. Hm. Haben Sie auch außerhalb der Schule unangenehme Erlebnisse, so vom Publikum oder so? Ja, klar, die kommen dann, wenn ich über die Straße gehe. Ist mir auch schon passiert, wenn ich über die Straße gehe, kurbelt ein älterer Mann ins Fenster runter und ruft quer über die Straße, ey, du fette Lindenstraßensau. Das ist mir alles schon passiert. Das ist aber, das muss ich dazu sagen, das sind Leute, die haben für mich kein Niveau. Und mit den Leuten unterhalte ich mich also gar nicht. Wissen Sie, ich bin ja nur schon etwas länger bekannt beim Publikum.
Überwiegend macht man ja übrigens positive Erfahrungen, Sie wahrscheinlich auch, ja, ich nicht? War positiv. Aber die wenigen negativen sind oft so Erlebnisse, wo man sich sagt, das ist jemand, der ist frustriert oder der ist gehemmt und statt sich nur nett zu benehmen, macht er irgend sowas und sagt dann irgendwas Blödes. Das ist oft also aus einer Hemmung heraus. Und ich denke auch, dass Leute einfach nicht wissen, wo sie ihre Aggressionen loswerden können. Und tun sie das verträgt da. Man nur als Jugendlicher sehr viel schwerer, ja. Nicht, glaube ich. Haben Sie negative Erlebnisse gehabt? Als Teenager? Es gibt ein entscheidendes Erlebnis, also in meinen Klassen nie, also mit meinen Lehrern in meiner Klasse nie, aber die Nachbarklassen oder die Lehrer aus den Nachbarn, ja, da schon. Aber es gibt eine Sache, deswegen meine ich immer, dass das also mit dem Ruhm und so, ja, also Vorsicht. Ich war beim Sportpalast in Berlin und wollte Schlittschuh laufen gehen. Und nun ist es immer so, auf der Toilette dann kam sie, gib mir mal Autogramm und ich gab. Irgendwann meinte ich, ich würde so gerne wieder Schlittschuh laufen gehen eigentlich, weil mein Vater holt mich bald ab und die Zeit ist zu Ende. Und dann ging ich wieder rein, habe gesagt, nein, jetzt nicht und ging wieder rein und dann merkte ich also wie... Immer kamen so diese über die Lautsprecher kamen so die Aufsichtsbeamten, die dann sagten, stoßt nicht zusammen und geht ein bisschen mehr an den Rand und auseinander. Und dann merkte ich, wie so eine ganze Gruppe von Jugendlichen und Kindern sich zur Seite ging. Und ich war plötzlich da so Muttersehen alleine in einer Ecke. Und die scharrten so mit den Schlittschuhen das Eis zusammen und haben dann Eisbälle gemacht und haben mich beworfen. Und ich blutete dann und da hat aber der da oben nicht durchgerufen, also nix. Und dann kam ich blutend also raus und mein Vater hat mich dann, seitdem habe ich die Schlittschuhe nie wieder angerührt. Also ich meine, dass Begeisterung oder das kann so wahnsinnig schnell umkippen. In Aggressionen umkippen, wenn man nicht so funktioniert, wie die Fans wollen. Es ist unheimlich gefährlich. Man ist ein Stück öffentliches Gut. Absolut. Das muss man wissen. Und da darf man sich nicht wundern. Deswegen, seitdem meide ich eigentlich Massenveranstaltungen oder große, kann ich nicht, habe ich Klaustrophobie, kann ich nicht sitzen. Krugerhalle Essen, ja? Kann ich nicht sitzen. Ach, Krugerhalle Essen, das ist ein wunderbares Stichwort für meine nächsten Gäste. Denn ich habe eine wunderbare Sache, die entweder in der Krugerhalle oder in der Dortmunder Westfalenhalle gespielt, das werden wir aber gleich feststellen. Ich danke erstmal den Damen, Sie bleiben ja da, aber trotzdem danke ich Ihnen für Ihre wunderbaren Ausführungen. Und bitte jetzt die beiden Herren zu mir, Herr Grimm und Herr Simons, darf ich Sie zu mir bitten? Sorgst doch nicht um deinen jungen Weine. Ja, wo kommt das her? Ich schätze aus dem Lautsprecher. Aus dem Lautsprecher, Herr Simons. Also es war gar nicht so schwierig, so leicht es war, packt die Badehose ein zu finden. So leicht war es natürlich für Sie, einen entsprechenden Song auszusuchen. Herr Grimm, leider gab es von Ihnen keine Songs und wir hätten gerne ein Stück alten Film eingespielt, aber da gab es rechte Probleme. Sie wissen ja, dass bestimmte Firmen alte Filme aufkaufen und dann nur für viel Geld oder auch nur unter ganz besonderen Bedingungen hergeben und da gab es Komplikationen. Macht nichts. Wir werden ein paar Bilder gleich zeigen. Herr Simons, wissen Sie eigentlich, wie viele Schallplatten Sie insgesamt verkauft haben? Nicht nur mit Mama, sondern mit allen anderen? Etwas über 40 Millionen werden es gewesen sein. Können Sie das noch mal ganz langsam? 40 Millionen. 40 Millionen. Ja. Das ist viel. Sie haben auch in Filmen gespielt. Ja, habe 5 Filme gemacht damals. Wir haben übrigens ein Foto von Ihnen aus der Zeit natürlich. Und wir haben auch ein Plakat, das zeigen wir jetzt gleich mal. Das ist ja eine Menge Holz. Der neue große Film mit dem jungen großen Star. Das hört gar nicht auf, der Satz. Nein. Ja, und da ist er, der Heintje. Das muss man sich richtig auf der Zunge zergehen lassen. Einmal wird die Sonne wieder scheinen. Das waren ja, oder waren so. Richtig, oder so, waren ja schöne Sachen. Herr Grimm, wie viele Filme haben Sie gespielt, mitgemacht? Also
Um die 20 rum. 20, 22, also sowas in der Richtung. In welchem Alter? Also von wann bis wann? Aufgerundet. Zwischen 4 und 14. 4 und 14. Und da waren sehr bekannte Sachen dabei. Wir haben auch von Ihnen ein Foto und ein schönes Plakat. Das wollen wir uns jetzt auch mal angucken. Heinz Rühmann, das war Ihr, sagt es vorhin schon, Ihr Filmvater. Das, ja, der Film hieß einer der Filmväter, ja. Ach, einer, natürlich. Uwe Fischer war auch einer. Uwe Fischer zum Beispiel, ja. Das war Wenn der Vater mit dem Sohne, das war, glaube ich, ein ganz großer Erfolg. Obwohl der Erfolg. Bekannteste, weil Conny gerade vorhin sagte, Friedrich Domin war Ihr Opa, war meine auch. Aha. Sie haben aber auch gesagt, Heinz Reinke, nicht? War ja, auch. War auch, ja, mein also, Vater schon. War auch sein Vater. Ja, Sie haben ja gesagt, das Klassentreffen, nicht? Ja. Das Söhne und Töchter treffen. Ja, ich meine, die Conny genauso wie ich wahrscheinlich auch. Wir haben mit vielen großen Leuten, also wirklich, die zum Teil leben sie auch gar nicht mehr. Ja. Gott behüte. Aber es ist schon lustig, wenn man diese alten Filme sieht, jetzt, obwohl wir gar nicht dabei waren in vielen Dingen. Aber da war doch was, und dann kommt so die Erinnerung ein bisschen zurück. Gucken Sie die an im Fernsehen, wenn die laufen? Wenn es trifft, ja. Wenn's, ja. Sehen Sie das? Also können Sie das gut sehen, sich als Kind? Manchmal auch nicht. Aber auch nicht so. Ich kann es sehen, ja. Wenn's Herr sein Simons, muss. Was machen Sie heute? Was ich heute mache? Ich meine nicht heute Abend. Nein, ist klar. Ja. Nee, nach wie vor singen. Singen? Im Übrigen, wir sind wieder auf Tournee jetzt. Ein bisschen Werbung darf ich ja machen. Ich bitte darum. Vom 3. Dezember bis zum 20. Können Sie noch die Orte nennen? Will ich nicht, soweit die Hallen nicht vielleicht? Wir sind viel in den neuen Bundesländern zum Beispiel. In den neuen Bundesländern? Jawohl. Das ist also eine Seite Ihrer Person, die künstlerische. Richtig. Sie machen immer wieder Platten und wieder Platten singen, also auf machen Tourneen. Aber Sie haben auch eine andere, würde sagen, ich sagen, eine bürgerliche Seite. Ja, ist richtig. Ich habe mit meinem Bruder zusammen ein Textilgeschäft. Wir vertreiben Sportswear, das heißt vom Jogginganzug bis zum Polohemd bis zum T-Shirt. Das machen wir sehr erfolgreich seit 8 Jahren. Ist quasi so, wir lassen produzieren, lassen arbeiten und verkaufen das dann an den Großhandel und Einzelhandel. Und Sie haben in Aachen ein Geschäft? Auch, ja. Sie sind ein Grenzgänger. Richtig. In diesem Dreiländereck, da gibt es ja Orte, wo eine Straße verläuft, links stehen lauter Autos mit holländischer Nummer Beispiel, und rechts Autos mit deutscher, weil da die Grenze genau auf der Straße verläuft. Das ist ja das Dreiländereck, ne? Das ist das Dreiländereck. Also Sie sind auch so halb holländisch, halb belgisch, halb deutsch. So ein bisschen, also eigentlich ein guter Europäer, ne? Sehr europäisch, ja absolut. Ihre Frau ist deutsch? Meine Frau ist deutsch, ja. Wie spricht man zu Hause? Wir sprechen meistens deutsch oder so ein Dialekt. Gibt es da so einen Zweiländer-Dialekt? Ja, Aachener, was dem Kölner auch so ein bisschen ähnelt und so. Und Sie haben Kinder, wie viele? 3 Stück. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 3 Jahre alt, dann einen Jungen, der ist 10. Und dann haben wir jetzt noch Nachwuchs gekriegt, die ist ein Junge 2,5 Monate alt. Auch ganz jung. Ja. Singt schon einer von denen? Singen tun alle. Singen tun alle. Aber es ist näher am Schreien, oder wie sehe ich das? Oder ja, so ein Gemisch ist es. Also noch kein solches Talent dabei? Nein, glaube ich nicht. Würden Sie das irgendwie fördern? Das war eben auch schon mal. Ja. Also ich würde es auf keinen Fall fördern. Nicht, weil ich schlechte Erfahrungen habe. Aber ich würde es auch nicht, sagen wir, irgendwie blockieren. Ich würde es nicht unbedingt jetzt stimulieren. Sie würden es laufen lassen? Ich würde sagen, wenn er ein guter Tennisspieler werden möchte oder sonst was, dann soll er das machen. Oder Sie. Oder Sie. Aber auf jeden Fall, wie ist das, wenn Sie nun auftreten? Sie sagen, Sie machen jetzt wieder eine Tournee. Mhm. Singen Sie nur Ihre neuen Lieder oder auch Heintier-Lieder? Ich habe, sagen wir mal, die ganze Zeit, die ganzen Jahre über, nie mehr diese alten Sachen gesungen. Nicht, weil ich finde, dass sie nicht gut waren, sondern ganz einfach, das waren Texte, die für einen 11-Jährigen geschrieben worden sind. Und ich finde das dann ein bisschen albern, wenn dann jemand, der so 20 oder 25 oder 30 ist, dann noch diese Lieder singt. Nicht, weil sie nicht gut waren, sondern ganz einfach, es war eine andere Zeit. Und ich habe jetzt, in diesem Jahr habe ich Folgendes gemacht, habe so ein Medley von den alten Sachen mit so ein bisschen verschiedenen, also die Texte ein kleines bisschen geändert. Und das macht wieder Spaß. Und habe dann so ein Medley. Wollen die Zuschauer das? Ich glaube schon, wenn die also reinkommen oder reingehen, dann glaube ich, erwartet man das. Und für mich ist es dann eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn sie dann rausgegangen sind und waren trotzdem begeistert, obwohl man eigentlich vielleicht nicht diese alten Sachen, die Leute erwartet haben, gesungen hat. Aber haben Sie das Gefühl, das ist das, was man so... Als ich habe zum Beispiel, ist einmal vorgekommen, dass Leute gefragt haben,
unten aus dem Publikum raus, Mama oder so. Ja. Und dann habe ich das auch auf der Bühne so erklärt, wie ich das eben erklärt habe. Und dann war Beifall und dann war Ruhe. Also Sie haben gesagt, ich singe es nicht, weil es ein Kinderlied ist oder was? Oder haben Sie es dann ich habe ganz einfach gesagt, pass auf, das sind Sachen, die sind für einen Elfjährigen geschrieben. Ja, das meine ich. Also Sie haben es dann also nicht gesungen? Nicht gesungen, nicht, nur aber erklärt, diese, warum nicht. Diese Medleys, das sind schon die alten Lieder, nur mit neuen Texten. Richtig, und ein bisschen modern arrangiert und so. Nun, als Außenstehender, man hat ja lange von Ihnen nichts gehört, außer wenn Sie mal irgendetwas, irgendwelche Videos verkaufen, die angeblich nicht in Ordnung sind. Was war denn das für eine Sache? Naja, das ist eigentlich noch ein Verfahren, das schwebt. Es ist so gewesen, wir haben mehrere Videotheken gehabt. Ich war zum Beispiel nicht alleine, habe die Videothek gar nicht alleine gehabt. Mein Bruder war dabei und noch ein Partner. Und es ist so gewesen, dass ich, wie das im Videogeschäft üblich ist, Filme getauscht habe, also das Backprogramm, ältere Filme getauscht habe. Und im Nachhinein hat sich dann erwiesen, dass diese Filme von dieser Firma eben Kopien gewesen sind. Raubkopien? Ja. Und dafür sind Sie jetzt bestraft worden, aber sind, glaube ich... Noch nicht. Noch, ja, Sie sind in die Berufung gegangen oder Revision. Also ich bin jetzt bestraft worden. Nicht, dass ich das selber jetzt gemacht habe, aber ich hätte wissen müssen. Ja. Ja, man ist verantwortlich als Inhaber. Genau. Aber es ist ja interessant, dass das sozusagen das Einzige ist, was man jetzt, wo man wieder mal über Sie gehört hat. Die Presse das Einzige packt ist, ja solche Sachen immer ich, an. Ich meine, ich glaube, dass eigentlich auch, wahrscheinlich auch die Conny eigentlich ganz gut damit leben kann, dass man nicht immer im ersten Glied steht, dass man, sagen wir das mal... Das ist sehr gut. Also ich kann das da darf immer, man nicht pausenlos. Ich nee, kann im Moment nicht. Eigentlich ganz gut und deshalb dann sagen die Leute, ist weniger los, wenn du also nicht die Nummer 1 bist oder nicht unter den ersten 10 bist. Aber wir machen ja weiter. Wir klar, machen ja. Nur als 1 ist ja klar, als Außenstehender sagt man, das war ja nun ein Megastar. Mhm. Also wenn Sie mir sagen, 40 Millionen, ne? Ich meine, gut, heutzutage verkauft der Michael Jackson 140 Millionen, aber das ist ja eine andere Zeit. Ja. Aber er hat zu seiner Zeit alle Rekorde gebrochen. Alle. Ja. Na, er war ein Megastar. Ja, ja. Er war zu seiner Zeit ein Megastar. Wahnsinn. Und da ist ja eigentlich sozusagen dieser Sprung, wie bei der Conny, von dem Kinderstar zum Teenage-Star, ist ja nicht gelungen. Sie haben zwar weiter Platten gemacht, Ich habe ja, sagen wir mal, bis 16,5 habe ich ja weitergemacht. Und dann kam natürlich das große Problem, weil eben diese Lieder auch, wie soll ich sagen, ja, die waren für ein Kind, für einen Jungen geschrieben worden. Wir haben ja nie diesen Übergang eigentlich gemacht, vom Kleinkind zum Teenager oder so. Ja, aber dann danach, also nach dem Stimmbruch... Danach haben wir versucht, als erwachsener, junger Mann... Und das hat irgendwie ja nicht in dem Umfang, also richtig, gar nicht, das hat nicht funktioniert, aber nicht in dem Umfang. Lag das an diesem sehr klaren Kinderimage, dieses, also Sie waren ja wirklich ein richtig braves Kind, so erschienen Sie wenigstens, ich weiß nicht, ob Sie privat das auch so waren, aber Sie erschienen sehr sauber immer. Sehr sauber. Dankeschön. Dank. Das finde ich gar nicht so schlecht. Nein, ich sage das mal. Dankbar, nicht? Der Mama, ich baue dir ein Schloss. Gut, also irgendwo doch so ein idealer Sohn, aber auch eben so ein Kind. Also alle Hoffnungen. Also ich glaube, dass ich echt ziemlich normal war. Ja, ja. Ich habe genauso viele Fehler gehabt wie andere Kinder in dem Alter. Und ich wurde immer so aber vorgeschoben. Nein, das ist also der. Nur wenn Sie auf die Bühne kamen, meine ich, dann waren Sie also. Das finde ich eigentlich heute noch, dass man das eigentlich dem Publikum doch so ein bisschen schuldig ist. Vernünftig sich angezogen zu waschen, auf die und sich zu waschen. Und, ja, das schon. Und sich zu waschen. Ja. Na, ich meinte mit sauber auch noch ein bisschen mehr als gut gewaschen. Also es war schon so ein Image, dass wirklich, ich glaube, irgendwie sehr viele wollten immer diesen Sohn sehen. Und irgendwann wären sie vielleicht eher ein Liebhaber oder ein Partner oder sie sind ja inzwischen Ehemann und so. Und irgendwie wollten die immer noch, die kamen nicht los von diesem Sohn. Ja, ich meine, du hast natürlich dann auch das große Problem, dass dann Vergleiche angestellt werden. Gar nicht natürlich. Mal von den Leuten natürlich. Oder von den Fans. Aber dann heißt es auf einmal, wenn du dann mit der Platte, wo du also die sogenannte Comeback mitstartest, 240.000 Mal verkaufst, wie ich denke an dich, dann heißt das, Mensch, der hat früher von Mama 1,9 Millionen verkauft. Klar. Und dann geht's in den Medien los. Das ist das große Problem. Und dann habe ich natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass wie ich dann wiedergekommen bin, dass viele Leute, die damals eigentlich nie böse schreiben durften, jahrelang, nicht? Dann, da wurde ja manche Zeitung abbestellt, wenn dann ein böser Artikel über mich damals drin stand. Über Heintje. Und die haben dann gedacht, so, jetzt wollen wir es immer geben. Und also diese Erfahrung habe ich gemacht, auch beim Fernsehen. Aber das Publikum hat ja eben auch nicht so mitgezogen. Ich muss es mal zu Herrn Grimm. Herr Grimm, was waren Sie denn? Waren Sie auch so ein sauberer Junge oder waren Sie mehr ein bisschen frech als Lausbube in den Filmen? Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ja, ein bisschen frech war ich schon, glaube ich.
Das was? Erzählen Sie mir nachher, was er war? Den kenne ich nämlich als kleinen Jungen. Du sollst nicht after reden wieder mich. Jetzt. Nein, aber sagen Sie das gleich, ja, wie er war. Sie redet after wieder mich. Ach, ja, ja. Ja, ja. Nee, wie, was, waren Sie, Sie waren aber auch ein netter, angepasster Junge doch. Ja, nicht so ganz, also in den Filmen. Ich meinte nicht die privat, ich meinte in den Filmen natürlich. Ja, privat sowieso nicht, aber in den Filmen auch nicht so ganz angepasst. Nee, das war also schon, schon ein bisschen frech? Ja, ein bisschen schon, soweit man mich ließ, ja. Ja, also Sie hatten ja keinen großen Einfluss, die Drehbücher wurden ja geschrieben. Ja, nicht sehr viel da. Nicht? Wie war das so mit diesen großen Übervätern, Uwe Fischer und Rühmann zum Beispiel? Wie war das, also wenn man so dieses Bild sieht von Ihnen mit Rühmann, dieses, das strahlt und alles, ach wie wunderbar, und er hat ihn im Arm. War das auch so, also war das auch so beim Drehen und nein, privat? Nein, nicht unbedingt. Nicht so? Nein. Es gab Väter, zu denen hatte ich eine innigere Beziehung, sagen wir mal, auch privat, weil Sie gerade Uwe Fischer angesprochen haben. Da war es eine richtige, echte Beziehung. Gut, das ist eine reine Sympathie- und Antipathie-Geschichte, ich weiß es nicht. Nun stehlen Kinder ja den Erwachsenen ganz schön die Show. Und Tiere. Meine, Kinder und Tiere. So immer, beliebt nie. Waren wir bei unseren Erwachsenen-Kollegen nicht. Nein, nein. Das kann man nicht sagen. Ich war auch ganz entsetzt, als neulich Siegfried und Roy mit dem weißen mit dem Tiger kam. Dachte ich, ich kann keine Chance nicht mehr. Alle gucken doch nur auf den Tiger. Aus. Ja. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel Herr Rühmann, der hat doch bestimmt schon sehr darauf geachtet, dass er seine Großaufnahmen auch kriegt. So sagt man mir und so hatte ich auch, oh Gott, bitte, wissen Sie, wie lange das hier ist, also jetzt bin ich 44. Nein, aber was Conny sagt, es ist, oder was Frau ja, Fobes es war sagt, schon wohl so, ja. Dass man, dass die doch auch ein bisschen eifersüchtig, ein bisschen... Nicht alle, es gibt so und solche, wie überall. Sie wollen aber nicht sagen, wer wie war. Ach Gott, na ja, ich kann es auch sagen, aber auf jeden Fall, es gibt, mit seinem Rüber war es nicht so wahnsinnig einfach, soweit ich das noch im Gedächtnis habe, was doch nicht schlimm ist. Haben Sie das eigentlich sehr früh, Sie haben ja unheimlich früh, vier sagen Sie, haben Sie ja mit vier. Also aufgerundet. Sie haben mit sieben angefangen, Sie haben mit elf angefangen. Also Sie waren der Kleinste, der angefangen hat. Bin ich heute noch. Haben Sie ab irgendeinem Punkt sozusagen gemerkt, ich bin im Mittelpunkt, irgendwo verdient auch die Familie mit mir ganz gut, ich habe eine andere Position. Also, und haben Sie irgendwann das auch versucht, mal auszunutzen? Also Kinder nützen doch alles aus. Wenn sie merken, dass die Eltern reagieren auf Schreien, dann schreien sie. Wenn sie merken, die reagieren auf Weinen, also Kinder sind doch irgendwo hemmungslos. Wie ja war das? Haben Sie das gar nicht gemerkt, dass Sie da doch irgendwo eine andere Position haben? Schwer. Also was Sie mich fragen, ist schwer. Also soweit ich mich entsinnen kann, glaube ich nicht, dass ich das wirklich jemals richtig ausgenutzt habe, weil ich einfach... Ich habe das alles wirklich mehr als Spiel, es war Spiel. Ja bei mir auch mal, bei ihm war es natürlich wieder anders, weil er musste ins Studio, bei dir war das auch wieder anders, er waren die Auftritte auf den Bühnen, was? Vielleicht helf mir, sag darf mir ich, was. Darf ich dazu etwas sagen, ja, weil ich seine Eltern ja auch sehr gut kenne. Es ist bei uns schon ein bisschen was anderes gewesen, denn unsere Eltern waren, seine Eltern waren beide aus der Branche. Beide vom Fach. Mutter war Schauspielerin, Vater Regisseur. Ja. Meine Mutter hat auch gesungen, Vater war Komponist. Ist ein bisschen was anderes. Ja, als zum Beispiel bei Herrn Simons. Ist bestimmt etwas anderes. Also auch unser Verhältnis dann zu den Eltern oder dass war man mehr das professionell. Gemacht. Ja, es war nicht so fremd vielleicht, ja, der ganze Apparat. Das ist richtig. Es war auch, aber also ist man dann auch, wird man dann auch nicht eher reingeschoben wie... Wie sagen wir mal, ich habe eben gehört, also ihr hat es gefallen, sie wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. Ja, und bei ja mir Beste. Ist es ja auch so gekommen, keine musikalischen Eltern in dem Sinne. Ja. Und ich wollte es eigentlich immer. Wollten Sie, waren Sie die treibende Kraft oder waren das die Eltern, die sagten, nur komm, nur sing mal. Sie wollten. Ja. Es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Aber, ich würde es wieder machen. Aber wenn wir jetzt hören, dass die Eltern professionell waren, Ihre Eltern hatten ja mit der Profession gar nichts zu tun. Haben Sie dann irgendwann mal zu Hause sozusagen gespürt, dass Sie doch also die Eltern quasi überrunden, weil Sie haben ja nun auch beigetragen zu einem erhöhten Lebensstandard? Oder haben die Eltern das so gut gehandhabt? Das glaube ich. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, wenn man als Kind in diesen Beruf reinkommt, dass man umgeben ist von Leuten, die es gut mit einem meinen. Sie hatten und vor allem, auch mit dem Manager, nicht? Auch zum Beispiel. Und vor allen Dingen wichtig ist, dass die Eltern einen versuchen, so normal wie möglich zu behandeln. Und das ist auch ganz gut bei uns, wir waren drei
Und da sah es also nicht so aus, dass ich zwei Eier bekam zum Frühstück zum Beispiel und die anderen nur eins. Nee, also ich wurde ganz normal behandelt wie die anderen auch. Trotzdem. Aber haben da eigentlich Geschwister Schwierigkeiten? Ich habe ja Einzelkind. Ja, Sie sind auch ein Einzelkind. Ja. Haben die Geschwister? Haben die Geschwister? Ja, Sie sind auch Einzelkind. Nee, ich habe nur eine Schwester, Gott sei Dank. Und was sagt berühmten die? Berühmten Geschwister? Die findet das auch gut. Also ich habe mit ihr keine Probleme. Keine Probleme. Miteinander aus. Und wie war das Sie mit dir? Mit dir? Nö. Glaube ich nicht. Also ich kann mich nur daran erinnern, die fanden das alles ganz toll und so, weil sie nahmen ja auch teil daran. Manchmal fuhren sie ja auch mit, wenn Ferien waren oder so. Und das fanden die ganz toll, ne? Ich muss doch, weil ich vorhin sagte, Grugerhalle, ich habe etwas über einen Auftritt von Ihnen gelesen. Ich glaube, es war wahrscheinlich Dortmunder Westfalenhalle, ist auch nicht so wichtig. Eine Riesenhalle auf jeden Fall, ganz viele Menschen, wahrscheinlich Löwenverleihung oder sowas. Sie kommen rein in einer Kutsche. Ja, das, kann noch erinnern? War das wohl? Ja, kann nicht sein. Könnte sein. Also, kommen rein in der Kutsche, die Leute toben, Tausende. Sie gehen auf die Bühne, die toben immer noch und sie machen eine Handbewegung. Ich weiß nicht, was wir haben, eine bestimmte Handbewegung, ja? Wissen Sie auch nicht. Und, also, es wird kolportiert, dass es so war. Und auf diese Handbewegung hin war alles still. Und da hat man doch als Außenstehender das Gefühl, der muss doch... Der hat den Griff. Ja, aber er muss doch auch... Das muss doch geil sein. Das muss doch irgendwie ein naja, schön etwas fand von, ich's, schön, schön nur fand schön, ich's ja schon. Nicht auch ein bisschen, dass man doch eine gewisse Macht hat über die Leute? Nee, glaube ich nicht. Empfindet man das als Kind nicht so? Als Kind, nee, Macht kann ich nicht sagen. Okay, du merkst natürlich, dass da also vom Publikum was rüberkommt und dass die Leute es toll finden und man findet das selber dann auch ganz toll. Aber ich glaube, so über Macht und so und auch über Geld... Hat man gar nicht, und auch nicht nachgedacht. Nee. Ich habe neulich gelesen, ich weiß nicht, ob Sie diesen Film kennen, Der letzte Kaiser von Bertolucci. Der sagt, das größte Problem war dieser kleine Junge. Also erstmal haben sie ihn alle unheimlich hofiert, damit er immer bei Laune bleibt. Aber dann, wenn der im Film aus diesem Palast trat, dann haben plötzlich 3000 Statisten sich vor ihm verneigt. Und der Regisseur wusste nicht mehr, wie er mit dem normal umgehen soll. Der hat erwartet, dass der sich auch erstmal verneigt, bis er dem eine Regieanweisung gibt. Und sowas war aber nicht. Ja, wie alt war das Kind? Was war der? So 6 Jahre? So 11 Jahre ist man das schon, versteht man schon ein bisschen mehr. Und haben Sie so, wenn Sie gingen ja über rote Teppiche, das gab es ja damals noch, so Filmpremieren. Ja, ne? Es gab's. Hatten Sie da so ein Gefühl von ein bisschen im Mittelpunkt stehen und etwas anderes und Besonderes sein? Also ich glaube, sagen wir mal so, ich hoffe, dass ich es nicht hatte. Aber es wäre jetzt wahrscheinlich... Falsch, wenn ich sagen würde, ich habe es nie gehabt. Das wäre ich ein Übermensch. Sicher gibt es Situationen, wo man sagt, das gefällt dir jetzt. Sei mal ganz ehrlich, Junge, das gefällt dir. Schmeichelt dir ein bisschen. Aber ich weiß sicher, dass ich damit nicht hausieren gegangen bin. Also ich habe nie gesagt, nur hört mal zu, Freunde, ich bin der und der. Das funktioniert mal ein bisschen. Gebastelt, ich habe viel Mist gemacht. Aha, jetzt kommen die Sachen raus. Stinkbomben. Ja, also war das eine Reaktion auf... Möglich. Ich habe die Kellerfenster rausgesprengt. Mal und so. No, ja, solche Sachen? Ja, ja, das ist... Ja. Conny Bestepper. Ja, ja, ich habe viel Mist gemacht. Meinen ersten Zaun habe ich mit 7 Jahren kaputt gefahren, mit dem Auto wohlgemerkt, rückwärts. Wenn Sie... Falschen Gang erwischt. Wenn Sie als... Also das klingt alles unheimlich normal. Haben Sie denn als Kind völlig normal... Ja, ich hoffe, dass Sie... Wissen Sie, warum ich das sage? Ja, ja. Ich muss das erklären. Ich muss es sagen, denn damals in den 50er Jahren waren ja Kinderstars ganz anders hofiert. Sie sind ja auch gar nicht in eine Schule gegangen, glaube ich, sondern Sie hatten Privatlehrer. Ja, irgendwann schon mal, bitte. Ja, also, Entschuldigung. Ich meine, aber Sie hatten am Anfang Privatlehrer, oder? Ja, klar. Ich glaube, mit 12 oder 13 Jahren erst mal in die Schule gegangen. Mit 12 oder 13 erst in die Schule? Ich meine, haben Sie später das Gefühl gehabt, dass Spuren das, hinterlassen. Spuren hinterlassen? Ja. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass das doch, sagen wir mal, Sie auch in ihrer ganzen Art, mit anderen Menschen umzugehen, dass sie das doch sehr beeinflusst hat? Hat mich sicher beeinflusst. Positiv oder negativ? Ach, auch negativ. Gut, auch positiv, aber auch negativ, sicher. Ich habe gewisse Erfahrungen nicht gemacht. Fangen wir beim Kindergarten an, sagt also Ellbogen zu gebrauchen, sagen, hör mal zu, das ist mein Platz, Junge, geh mal weg, das ist meiner, da setze ich mich hin. Diese Sachen habe ich, weil auf meinem Sitz saß nie einer, ich konnte mich hinsetzen, weil das war meiner. Und das sind halt so Sachen, die man sicher die Spuren hinterlassen und mit denen man auch noch im späteren Leben fertig werden muss, die man verarbeiten muss, aufarbeiten muss
Und ich bin sicher, dass ich heute noch an gewissen Dingen knabbere. Hat Ihnen dieser Ruhm, dieser frühe Kinderruhm, in Ihrem späteren Leben geholfen? Was, wenn Sie uns sagen, was Sie später gemacht haben? Und nee, eigentlich sehr wenig. Ich habe ganz abenteuerlich. Ich habe bis zum Abitur, dann bin ich durchgefallen. Beim Abitur, dann war ich sauer, weil ich wegen Deutsch durchgefallen bin. Dann habe ich ein Praktikum gemacht, habe studiert, Hochbau, hat mir aber keinen Spaß gemacht. Da habe ich angefangen, Theater zu spielen, habe 10 Jahre Theater gespielt. Auch Schauspieler aus Zürich und 3 Jahre und so. Also, und Film? Tournee. Wollten Sie gar nicht mehr zum Film? Hat sich nicht ergeben. Nun war ich nie der Verbissene, der nur auf die Bretter nur sich festbeißt in dem Holz, das nun dort unten zu finden ist auf jeden Fall. War jetzt ein schlechter Satz, aber das passiert mal. Ist okay. Als Schauspieler spricht man ja auch vorgegebene Sätze. Ja, nun trotzdem fällt mir ab und zu mal dieses oder jenes ein. Aber Sie, ich wollte gerade sagen, Sie können sich sehr gut formulieren. Sie sind nicht angewiesen auf Drehbücher. Nein, nicht unbedingt. Auf jeden Fall, das war die Geschichte. Ich habe dann auch hab mich auf Synchron geworfen. Ich habe dann sehr viel Synchron gemacht, auch Synchronbücher geschrieben, Texte, wie wir vorhin schon kurz besprochen hatten. Was machen Sie heute in erster Linie oder wovon? Kurz bevor, also ich bin jetzt rausgerissen worden, da ich ja krank war, aber das ist ja nicht so wichtig. Und so schlimm war es dann letztendlich Gott sei Dank auch nicht. Sie machen einen sehr gesunden Eindruck. Ja, ich habe mich wieder derrappelt, wie man so schön sagt in Bayern. Ich habe sehr viel Synchron gemacht, Synchrontext, also Synchronbücher geschrieben, Synchronregie und habe das auch zeitweilig sogar Seminare gehalten. Und jetzt lasse ich es mal ganz ruhig angehen. Wir sind aufs Land gezogen. Sind Sie, meine Frau und ich. Sind verheiratet? Ja, wir sind, ja. Haben aber keine Kinder? Nein, also kann ich bin seit 4 Jahren verheiratet. Ich kann Sie nicht fragen, mich, ob Ihre Kinder... Ich habe das in Gedanken durchgespielt, Sie können mich trotzdem fragen. Was würden Sie machen, wenn Sie einen 4-Jährigen hätte, der so süß aussähe wie Sie damals und der von einem Regisseur sofort entdeckt würde, sagt, den brauche ich für meinen Film. Würden Sie sagen, jawohl? Nein, würde ich auf keinen Fall jawohl sagen. Es kam schnell. Ich würde, ja, ganz sicher kommen. Es muss schnell kommen, weil das ist sehr albern. Ich würde bis zu einem gewissen Alter auf jeden Fall... Ich würde sie nicht verbieten, also als Kind sowieso. Wir sind uns, glaube ich, einig. Aber im gewissen Alter könnte ich es nicht mehr verbieten. Ich würde mit alles das sagen, was ich erfahren habe. Ich würde eben sagen, Junge, pass auf, so und so, oder Mädchen, um Gottes Willen, weiß ich ja nicht, das und das kann passieren. Pass auf, Lernberuf. Das, falls es nicht funktioniert, es kann ja immer mal was dazwischen kommen. Was er jetzt mit aller Vorsicht zu genießen. Was er jetzt gerade sagt, ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Dass es auch in der Horatzeit Leute gibt, die einem ganz vernünftig und ganz sachlich erklären, dass es auch mal eine Zeit geben kann, wo es also weniger wird. Hat Ihnen das jemand gesagt? Das haben mir mehrere gesagt. Aber ganz vernünftig, nicht jetzt verbissen oder böse, sondern meine Eltern haben mir das gesagt und mein Manager damals hat mir das gesagt. Und dann kann man das auch vielleicht verkraften, wenn man weiß, pass auf, irgendwann kann das passieren. Sie haben ja auch nicht direkt irgendeinen Beruf gelernt. Nein, Sie ich auch nicht. Beruf gelernt. Nee. Kann man sagen, dass Sie irgendeinen Beruf... Direkt? Nein. Also, nein, ja. Ich kann nicht sagen, das habe ich abgeschlossen. Kann ich nicht. Nein. Gaukler. Ja. Ich habe viel gemacht. Aber es klang bei Ihnen so ein bisschen mit, dass doch manches, dass Sie das später auch nicht so verarbeiten konnten. Es gab mal eine Phase, ich habe mal gelesen, dass Sie in einer Phase wirklich auch, dass es Ihnen schlecht ging, dass Sie mehr getrunken haben, als Ihnen geschmeckt hat eigentlich. Ich habe eine Zeit lang sehr tief in die Flasche geschaut. Darüber haben Sie ja auch gesprochen, sonst würde ich es jetzt nicht ansprechen. Ja, Sie können es ansprechen. War das auch ein Teil des Versuchs, diesen Bruch, der irgendwann kam, zu verarbeiten? Ach Gott, ein Bruch war es eigentlich, ja, kann natürlich, es kann absolut sein. Ja, ich weiß nicht, inwiefern, aber es kann absolut sein, dass das auch so war, ja, sicher. Wie gesagt, es ist immer dasselbe unter... Blinden ist der einäugige König, nicht? Es ist dann, versucht sich da irgendwas zu schaffen oder sich etwas zu erträumen oder herzuträumen, was dann wirklich, wenn man genau hinguckt, tatsächlich nur noch ein Traum ist. Ne? Ich muss jetzt noch mal, Sie wollten was sagen. Nee, ich wollte, weil wir jetzt alle so spontan sagten, also unsere Kinder nein oder jetzt in der Zeit nein. Man muss mal, weil Sie auch gesagt haben, dass wir waren so ich war ja auch so das knackige, saubere Mädchen und die heile Welt, wir verkörperten natürlich die heile Welt. Alle so. In der Zeit sowieso. Das ist die Zeit gewesen. Dasselbe könnten die Kinder heute gar nicht mehr machen. Das wäre wieder was anderes, wenn ein Kind heute singen würde. Das hätte einen anderen Stellenwert, garantiert, in unserer jetzigen Zeit. Das ginge nicht mehr und das ginge nicht mehr. Das ist vorbei.
Alles zu seiner Zeit. Aber weil wir sagen, also Kinder heute oder so, ich hätte da schon ganz große Bedenken in der heutigen Zeit. Einfach durch diese wahnsinnige Vermarktung. Es ist ja einfach so, wo ist da die Grenze? Wenn ein Kind plötzlich ganz berühmt wird und alle wollen sie haben, wo sagen dann die Eltern, jetzt, glaube ich, ist unser Kind überfordert. Jetzt dürfen wir nicht so viel annehmen. Jetzt sollte es mehr Ruhe haben. Wenn gerade alle Medien, die Medien heute wahnsinnig sind. Aber ist ja bei vier uns und gar sieben nicht. Auch nicht sehr, sehr jung? Ist vier und sieben sehr jung. Er hat andere Erfahrungen. Ich meine aber jetzt aber so klein. Ja, aber ich muss auch etwas sagen. Ja. Die Nadine ist natürlich ist ja auch eine andere, und auch eine andere Generation. Wie sie vorher über die Presse gesprochen hat, zeigt, dass die auch schon gelernt hat, damit umzugehen. Ja, auch, klar, dass sie weiß, auch, dass sie jetzt schon Selbstbewusstsein hat, das ist doch... Ja, ich glaube, heutzutage passt da schon ganz schön das Gewerbeaufsichtsamt und das Jugendamt auf, dass man da nicht zu viel... Das hat es bei uns auch. Bei mir war immer das Jugendamt... Ich war immer die Pausennummer, damit ich um 9 Uhr im Bett sein musste. Das gab es nicht. Also ich muss, Frau Wobbes, Sie doch noch was fragen. Nein, nein. Zu viel, oder? Nein, ich hab das Gefühl, aber korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, dass bei Ihnen, Herr Simons, die Familie damals, also Eltern, Geschwister, und ich ziehe mal den Manager mit hinein, und die Familie heute für Sie sehr wichtig war und eigentlich ein so starker Faktor war, der diesen, ich sag mal, den Bruch von diesem Megastar zu jemandem, dem es gut geht, aber es muss ihnen ja gut gehen. Arbeiten sie eigentlich aus Spaß oder war das Geld nicht so gut angelegt? Das klingt dann immer so, das habe ich sehr oft erfahren, wieso macht er überhaupt noch und dies und jenes? Es gibt Leute, die sind also 30 Jahre älter wie ich, die machen es immer noch und denen geht es also finanziell auch ganz gut. Sie machen das aus Spaß? Mir macht Spaß und okay, man verdient dabei Geld. Was aber Sie brauchen, was Sie auch nicht schlecht ist. Sie müssten es nicht mehr machen. Nicht unbedingt. Nein. Nicht unbedingt. Aber die Familie ist irgendwo jemand, der viele Brüche, wie immer Sie sie empfunden haben, aufgefangen hat. Wichtig war ja auch, dass meistens entweder waren, wenn es ganz kurze Geschichten waren, sogar beide Elternteile mit dabei. Früher immer mit einem riesen Tross durch die Gegend gefahren. Und das war eigentlich immer ganz wichtig, dass das zu Hause da war. Ne? Was war bei Ihnen der Faktor im Leben, dass es unglaublich nahtlos eigentlich ging? Da gibt es einen Kinderstar, der ist dann ein Teenie-Star und dann macht der Schauspieler und wird eigentlich auf seinem Gebiet wieder, also ich sag jetzt mal, im Theater spricht man nicht so schnell von Stars, aber doch in einer Spitzenposition an einem sehr renommierten Theater mit ganz tollen Rollen. War da ein Mensch, der da auch geholfen hat? Also ich muss sagen, ich hatte schon Glück, immer im richtigen Moment meiner Ansicht nach die richtigen Leute getroffen zu haben. Also die richtigen Berater oder Freunde, wenn man will, Freunde. Es ist natürlich auch so, es gehört natürlich auch dazu, dass man das will, dass man solche Leute überhaupt trifft, dass man eine Bereitschaft hat, auf jemanden zuzugehen oder jemanden anzunehmen. Oder es ist ja nicht bequem, was die Leute einem zum Teil sagen, sondern sie warnen vor oder sie sagen, fang da an. Oder es sind ja meistens sehr kritikfreudige Menschen gewesen, die mich umgeben hatten mit Ratschlägen. Und da ist es nur an einem, nimmt man sie an, was machst du daraus? Also schwer, aber... Es stimmt, ich hatte... Menschen sind schon wichtig. Familie, wichtig, Menschen, die man trifft. Das ist doch etwas, was Sie alle, auch Sie werden es noch merken. Mhm. Denn das Umfeld ist manchmal nicht immer so angenehm. Jemand, der einen führt, ja. Also insofern ist das Ganze auch ein bisschen Glück und Schicksal. Aber man muss dem Glück auch eine Chance geben, sage ich immer. Ja, das meine ich. Und wichtig ist auch, dass die Leute zum Beispiel einem Kind viele Sachen eben abnehmen. Nicht? Ja. So ein bisschen auch beschützen. Ich fand das alles, von der Umwelt, fand das sehr, sehr interessant alles und freue mich, dass Sie so offen dieses Klassentreffen mit mir gefeiert haben. Sie war noch nicht ganz dabei beim Klassentreffen, aber sie hat toll mitgemacht schon. Und ich glaube, mit dieser Haltung, schätze ich mal, wird das auch eine interessante und wahrscheinlich auch erfolgreiche Karriere. Das ist ja auch. Ich glaube auch. Ich wünsche das. Danke, meine Damen und Herren. Tschüss, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke. Das war gut. Ein schönes Schlusswort.